Ekelhaft. Einsatz für Guido Thiel und Stefan Schröder. Ihre Mission? Müllsünder aufspüren. Hast du doch. Yep. Verursacher. Illegale Müllentsorgung gilt als Ordnungswidrigkeit. Es droht ein hohes Bußgeld. Ich nicht machen. Guck mal, wo ich bringe meine Sachen. Mich ärgert einfach, dass die Bürger so achtlos mit Müll umgehen, ihren Müll einfach wild entsorgen. Guido ist gelernter Einzelhandelskaufmann. Stefan hat früher als Kfz-Mechaniker gearbeitet. Seit 3 Jahren stehen sie nun im Dienst der städtischen Entsorgungsbetriebe Herne. Die beiden sind die einzigen Mülldetektive der Stadt. Und derzeit haben sie besonders viel zu tun. Schuld ist die Corona-Krise. Dadurch, dass die Bürger öfter zu Hause sind und mehr bestellen, dadurch haben wir mehr Kartonagen an Stammplätzen, das macht sich bemerkbar. Wenn wir eine wilde Müllkippe entdecken, dann versuchen wir erstmal Hinweise auf den Verursacher zu finden. Wenn wir Glück haben, können wir Zeugen befragen, die vielleicht was gesehen haben. Ihr Revier ist das gesamte Stadtgebiet. In einer Wohnsiedlung entdecken Guido und Stefan ein paar gelbe Säcke. Jetzt beginnt die Suche nach Hinweisen auf die Besitzer. Da waren schon die Ratten dran. Jo. Das Problem ist jetzt hier, dass die gelben Säcke erst am Freitag abgeholt werden und definitiv zu früh draußen liegen. Das ist nicht erlaubt, laut Satzung. Ah. Hast du doch. Yep. Verursacher. Ja, können wir direkt mal anschellen, oder? Ja, klar. Das sieht schlecht aus. Ja, morgen noch mal wiederkommen, oder? Müssen wir mal wiederkommen. Aber da oben drüber ist das Fenster auf, ey. Klingel aus, oder was weiß ich. Ja. Wir werden jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Dann bekommt sie Post und kann sich zu äußern. In der Hinsicht haben wir schon Erfolg gehabt. Das Bußgeld richtet sich nach der Menge und Art des Mülls. Im Fall der gelben Säcke sind das 120 Euro. Durch den Einsatz der Mülldetektive will die Stadt für mehr Sauberkeit sorgen. Guido und Stefan kümmern sich pro Jahr um bis zu 1.800 Müllsünden. Also das Verrückteste, was wir bisher erlebt haben, ist, dass wir mal eine Sexpuppe gefunden hatten, die wir erst gedeutet hatten als Bürger, der dort was hinwirft. Und je näher wir dran gekommen sind, haben wir dann halt gemerkt, dass es halt sich nur um eine Puppe handelt. Die häufigste Ursache für illegale Müllkippen ist Bequemlichkeit. Nicht viele haben Lust auf eine Fahrt zum Wertstoffhof. Beim nächsten Fall hat eine Anwohnerin ein paar Säcke gemeldet, die an einem Containerstandplatz für Glas und Papier abgestellt wurden. Bauschutt. Was ist denn hier drin? Da sind wahrscheinlich leere Säcke drin. Da war Julia schon auch schon so. Ja? Ist alles drin. Ja, ich werfe einen Blick dahinter. Da sind auch noch Säcke. Kartonage? Ja, Säcke. Wir haben jetzt eine Zeugin, die hier alles beobachtet, dass die abends halt die Säcke hier hinschmeißen. Und da gehen wir jetzt gleich mal gucken. Guido und Stefan haben schon viele Müllsünder mit Hilfe von Anwohnern gestellt. Hier gibt es sogar ein Beweisvideo. Was ist das? Für Polizei! Warum? Weil ihr den Müll da nicht hinbringen dürft. Die beschuldigte Frau wohnt angeblich in der Nachbarschaft. Die Mülldetektive suchen die Adresse auf, treffen aber nur einen Mann an. Entsorgen Herne. Ja. Wir haben hier die Vermutung, dass Restmüllsäcke jedes Mal, dass Restmüllsäcke an dem Stammplatz hingelegt werden. Vorne an den Containern. Aus diesem Haus. Ich meine, wir haben auch ein Video. Ich nicht machen. Guck mal, wo ich bringe meine Sachen. Wir sagen ja, die Vermutung liegt nahe, dass es aber nicht Haus machen kommt. So. Ja, nur bitte unterlassen, wenn Sie irgendwas sehen, dass jemand die Säcke da hinlegt. Ja, normal, das ist scheiße. Ja, ja das liegt normal. Ja, gehört an ihn. Ja. Schönen Tag. Alles klar. Ciao. Ein Bußgeld können Guido und Stefan nur verhängen, wenn sie einen Verursacher eindeutig identifizieren können. In 80% der Fälle hinterlassen Müllsünder hilfreiche Spuren wie einen Brief samt Adresse. Bleiben die Ermittlungen ergebnislos, erfolgt die Entsorgung des illegalen Mülls auf Kosten der Bürger. Der Ehrgeiz ist richtig groß. Mir liegt am Herzen, dass wir die Verursacher dingfest machen, dass die auch für die Verunreinigung bezahlen müssen, dass es nicht alles auf Steuerzahlerkosten geht. Ob Haus- oder Sperrmüll, illegal entsorgt wird einfach alles. Beim nächsten Einsatz hat sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses beschwert. Da hinten liegt ein bisschen Kartonage bei, Teppich. Vielleicht finden wir da einen Verursacher. Also obwohl es Privatgelände ist, schauen wir trotzdem nach Verursacher und leiten dann halt die Beschwerde an den Fachbereich Umwelt und Stadtplanung. Und die schreiben dann den Eigentümer an und belangen den. Nee, hier ist auch nichts. Nee, ne? Nee. Schauen wir mal an? Ja, auf jeden Fall. Und schauen wir nach dem... Na klar, dann gucken wir, was der Zeuge sagt.
Guido und Stefan finden keine Hinweise auf den Verursacher. Aber vielleicht kann ja der Anwohner, der sich beschwert hat, weiterhelfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Entsorgen Herne, hallo. Hallo, ja. Der Sperrmüll da unten. Ja. Wo kommt der? Erzählen Sie mal. Wo kommt der? Der kommt hier von rechts. Hier. Ja, da wohnte meine Nachbarin. Die ist vor 2,5 Monaten verstorben. Okay. Ja. Und eigentlich sollte da der Sperrmüll bestellen. Ja, eigentlich. Ist aber nicht passiert. Okay. Also das ganz zieht genau. Sie jetzt ein Bußgeld nach sich. Ja, also die wundern, wenn sie auch irgendwie Post bekommen, wo sie sich mal zu äußern müssen. Ja. Okay, super. Ja, ich will auch, dass er da weg ist. Ja, perfekt, oder? Ja, da waren nochmal sehr kooperative Bürger, oder? Die waren nett, ne? Definitiv. Wir freuen uns über jeden Hinweis, den wir erhalten, ob telefonisch, per Mail oder unser Beschwerdemanagement. Da sind wir über jede Hilfe froh. Die Wohnung der Verstorbenen haben die Hinterbliebenen ausgeräumt. Für die illegale Entsorgung des Sperrmülls erwartet sie jetzt ein Bußgeld von 250 Euro.